Ich bin halt echt heftig, wie groß eigentlich diese Ka die Karte eigentlich. Also, wenn man so guckt, eigentlich, wenn man so die Länder vergleicht, wirklich. Je nachdem, wo die ja sind. Okay, Billy. Aber schau. Habt ihr das gehört, dass der neueste heiße Scheiß bei der Jugend in Sachen Drogen ist? Lachgas. Dieses Lachgas hat wohl schon einige Drogentote auch nach sich gezogen. Ich weiß nicht, ob man dann erstickt oder so. Ich weiß auch nicht, wie man das dosiert und wo man das überhaupt herkriegt. Im Endeffekt, wir kommen das aus diesen, wie heißt das nochmal? Flaschen. Nicht Gasflaschen. Das... Ist vorbei, Leute, wir müssen Lachsahne. Das Treibgas ist nämlich dieses Lachgas. Ach. Ja. Das sind Patronen da aus diesen Soda-Patronen eigentlich auch, ja. Das ist ja CO2, was du meinst. Was du so das ist wieder was anderes. Ja, das weiß ich schon, aber ich glaube, das ist überall das gleiche Gas. Nee, das ist NO. Lachgas ist NO. Da geht die Dorfjugend dann abends in den Edeka, holt sich irgendwie 5 Flaschen in Schlagsahne. In Amerika bekommst du Schlagsahne erst mit 18 jetzt. Ey, ich wusste gar nicht, dass in den Sahnetreibpatronen N2O drin ist. Der Max hat es gerade probiert. Nein. Von CO2 ausgegangen. Das waren nicht die Lache, das waren die... Scheiße. Dann kannst du schneller Auto fahren. Mach die Patrone vorne auf, vorne einem Luftfilter. Max ist im Auto... Das ist mir so vorgegangen. Hat aber eine Schraubvorrichtung zum Einschrauben von den Dingern. Ey, deswegen gibt es doch hier als diese Karte. Hast du dich nie gefragt, ob es diese Sahnepatronen gibt, Billy? Was hast du dich nie gefragt, warum es da so eine Sahnepatronen gibt? Was man damit macht? Wo soll Sahne machen? Ich weiß nicht, du fragst mal, mich jetzt so. Party-Gag ist das mal. 100 Stück, 71 Euro, Digga, da kannst du ja richtig Party feiern. Ich frage mich nur gerade so, okay, wenn das jetzt die. Aha. Ja, da hat man ja Tränen vom Lachen. Nee, was ist das denn für ein Lachen, Alter? Ist das die einzige Möglichkeit, Sahne aus einer Büchse raus zu befördern? Kann man da nicht irgendwie ein anderes Gas für verwenden? Oder was ist CO2 da? Halt noch. Kennt sich der Rave. Ja, aber warum macht man denn das nicht, wenn man da die Gefahr schon erkannt hat? Weil es da jahrelang keine Gefahr gab. Also auf jeden Fall, nächste Gamescom kommen alle mit Schlagsahne. Was macht das jetzt? Also irgendwer sagte, Lachgas würde dich nicht zum Lachen bringen. Okay, was macht's dann? Das erzeugt Sauerstoffmangel. Und Sauerstoffmangel ist geil? Nee, aber das ist wie im Apnoe sozusagen. Also, Also es hat eine berauschende Wirkung. Aber dann ist halt ja wahrscheinlich wirklich etwas, wo du aufpassen musst bei der Dosierung, weil sonst killst du dich einfach durch. Stell mir auch vor, Lachgas mit Alkohol noch gemischt. Eklige Kombi. Ja. Vor allen Dingen hier, dass das so einfach zu besorgen ist, ist ja krass. Also das THW ist eine Bundesabteilung. Das heißt, die gehören wieder zum Bund. Die Feuerwehr ist wieder eine Jedi. Was? Jedi? Ich hab auch gerade Jedi verstanden. Die Feuerwehr gehört zur Kommune. Die. Kleiner Funfact am Rande. Stimme. Ja. Lachgas kriegst du auch in der 10 Kilogramm Gasflasche für 160 einfach so? Euro. Einfach ja, so? Einfach so. Ja. Aber jetzt mal ehrlich, fällt das nicht unter das Betäubungsmittel? Nein, nach dem Urteil vom Bundesgerichtshof fällt es nicht mehr unter das Arzneimittelgesetz und deswegen aber kann man war nicht doch so, mal, oder? Ja, es war so, es ist aber nicht mehr und deswegen ist das der neue Hype wahrscheinlich, weil du es frei verticken kannst. Und ich habe gerade gesehen, die 10 Kilo Flasche 160 Euro ist schon eine Ansage, ne? Weil alter Falter, 10 Kilogramm in 2 Euro ist ganz schön eine Menge. Ey, aber 10, eine 10 Kilo Flasche, weißt du, wie viel Druck da drauf ist? Alter, setz dir die mal an, ey. Du drehst auf und schmeißt den Keller, dann ist der ganze Abend gerettet, du. Wenn du die aufpölst oder sonst was, ne, und du bist da mit einem Flansch dran, weißt du, Uniparty anders. Uniparty anders. Du gehst in den Raum von der Klimaanlage, trittst die Seite von der Klimaanlage auf, genau. Ziehst das Ding auf, holst das Ding da rein und schon ist der. Man weiß, was los ist. Genau, du flutest die ganze Uni. Das Geilste ist ja, pass auf, Lachgas, erster Punkt mit so einem grünen Haken davor, für größere Partys feiern und kleine Feste. Alter. 10 Kilogramm Lachgas, Lebensmittelqualität, ja? Also, das ist so viel wie in 1250 Kartuschen von Sahnespendern. Ist mal eine Ansage. Okay, warum nehmen Sie N2O bei Sahne? N2O tötet Bakterien und erzeugt ein höheres Volumen. Das heißt, die Sahne geht auf das vierfache Volumen ist extrem lange haltbar. Sahne ist empfindlich. Doch, die beschafft. So, und das war der wieder mal wissenschaftliche Teil. Cool, ja.